So, meine glücklichen Freunde, wir sind hier wieder zu Let's Play Mike and Magic 788, nein, Mike Magic 6. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier in diesem wundervollen Können wir behilflich sein? Gebiet Whitecap, Möge das Glück mit dir wo sein. Misshandlungen pur entstehen. Und wir gehen jetzt zum Wachturm, um die Promotion-Quest zum Kampfmagier zu machen. Denn die erscheint mir doch sehr wichtig. Der braucht einfach Mana, weil sonst ist es einfach eine Taugenichts. Der Fliegen einmal einsetzen kann und dann war es das schon. Der Wachturm ist recht schwer für die Verhältnisse, muss ich sagen. Ist gar nicht. So. Eiswindfestung, oder was? Ja. Ursprünglich sollte diese Festung die wilden Kreaturen aus dem gefrorenen Hochland fernhalten. Heute hält sie den Verkehr von und nach Burg Sturmgrat und der Stadt Whitecap auf. So, es hieß Oger, hier sind Hallo? auf jeden Fall Oger. Also ich denke mal, das hoffe mal, das wird der richtige Dungeon sein, weil der ist schon recht hart und ich will den hier nicht umsonst machen am liebsten. So, Oger. Die hätten wir eigentlich in einem anderen Dungeon. War das gerade ein One-Hit, der so viel Schaden gemacht hat? Das kann nicht sein. Die hätten wir eigentlich woanders noch getroffen. Dungeon, was ich eigentlich erstmal machen wollte, aber das ist schon anstrengend, dieser Dungeon. Da dachte ich mir lieber alle promoted haben, aufgestiegen, bevor wir die machen. Das ist schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. So. Hier können wir sehr viele vernichten, indem wir die durch diese Lücken da töten. Das sind einfach Tricks, die man einfach drauf hat, nachdem man das Spiel 10 Millionen Mal gespielt hat oder rausfindet. Gut, es ist jetzt hier auch kein aktives Ogerhäuptling. Ich muss sagen, diese Kreaturen sind sehr stark eigentlich. Die machen sehr guten Damage. Die halten jetzt nicht unbedingt so viel aus. Also die kriegen schon gut Schaden. Die haben wenig Rüstung, meine ich. Aber die vergiften oder erkranken einen auch immer. Also die sind schon sehr anstrengend zu bekämpfen. So, die hampeln da rum. Dann hacken wir den. Ihr müsst euch das einfach mal bildlich vorstellen, wenn die Gegner hier rumhacken und ihr so ein Schwert da reinfuchtelt und die sozusagen so tötet. Also es muss schon sehr dumm aussehen. Hey. Könnten auch. Ja, okay, wir haben. Oh, guck mal, das sind auch Gers. So, wo seid denn ihr? Da kommt jetzt. Muss immer guten Spot, wie die da anständig rumlaufen, erwischen. Ich glaube, da ist sogar ein roter von denen. Ja, und das ist ein Hauptmann. So, jetzt kommen einmal ein paar gute Treffer. Wären echt gut gewesen. Macht er aber nicht. Ja, hier mit dem Ogerhäuptling. Ich glaube, der versucht gerade zu flüchten. Weiß nicht, was wir hier noch so treffen, wenn wir mal ein Feuer einsetzen. Mal alle einsammeln. Die geben auch echt nicht schlecht Gold, die Oger. So, schauen wir mal, was wir in den Gängen so haben. Wieder einen normalen Oger. Ich glaube, hier in den Betten ist immer sehr, sehr viel Zeugs am Start. Sehr viel Gold, meine ich. Ihr seht, also, man kann die gut töten. Muss halt eine gute Oger. Ich sehe hier gerade, Alter, leck mir am Arsch. Also Schaden kriegen sie an sich eigentlich schon. Okay, ich sag gar nichts. Nahkampf zumindest. Fast. Okay. Erkrankt haben sie uns nichts dabei. Das ist schon mal sehr schön. Ui, das wird jetzt langsam gefährlich. Nein, lass bitte meinen Magier in Ruhe auf jeden Fall. Ihr seht, Damage ist hier echt wow. Die hauen echt guten Damage rein. So.
Oh shit, Hilfe! So eine Pfeife. Hier können wir eigentlich nicht raus. Wir müssen den Dungeon jetzt komplett schaffen. Weil draußen wartet einfach eine Horde von diesen Bogenschützen auf uns. Da können wir nicht raus. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wie wir unser Mana verbrauchen. Es wäre nicht gut, dass wir hier uns zu kaputt klopfen lassen. So, komm. Noch den Magier einmal. Jetzt könnten wir hier eigentlich wieder so einen Batzen von den Vollpfosten hier anlocken. Ja, guck mal, da haben wir doch eine ganze Horde. Einfach sehr viel vom Spiel wird so gemacht, also die Viecher werden einfach nonstop hier irgendwo gelockt und so umgebracht. Es läuft einfach viel besser so. Yay! Und ja, so muss man einfach, sonst kriegt man auch bei dem Spiel einfach derbe auf die Schnauze, also das ist schon fast schon Pflicht, das so zu machen, wenn man nicht Probleme haben will. Ey, was geht hier ab? Och, Leute. Ich glaube, wir hauen da lieber ein paar Zauber drauf. Ja. So viel zum Thema Zauber draufhauen. Wenn meine Leute halt mal treffen würden, wäre es halt echt cool. Ach komm, jetzt mach doch nicht 5 Schaden, du Mongo. Oh, und dann kommt der nächste. Jetzt. Oh Mensch. Oh Gott. Das ist immer so schlecht. Das sieht doch nach Damage aus, so will ich das haben. So will ich das aber nicht haben, dass wir hier die Schnauze bekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Okay, der flüchtet. Soll es nicht flüchten? So, jetzt haben wir ein Problem. Vergiftet. Nee, ist gut. Vergiften ist okay. Das kannst du heilen. So. Jetzt machen wir erstmal wieder die Herren hier. Ein bisschen hochheilen. Wer war K.O.? Okay, die Rüstungen sind nicht kaputt. So. Jetzt müssen die erstmal wieder sehr aufgeputscht werden. So, jetzt können wir hier wieder die Freaks hier umbringen. So, jetzt komm. Umfallen bitte. Umfallen bitte. So, jetzt müssen wir die ein bisschen wieder zum Laufen bringen. So, jetzt bleiben die mal stehen. Wenn man nah genug rangeht, bleiben die mal stehen. Jetzt erholt euch mal schneller, bitte. So, so müssen wir das immer machen. Immer eine gute Position für die bringen. Da hinten gurkt auch noch mal einer rum. Na komm, trefft doch, Leute. Weiß, die bleiben schon stehen. Wie kann man nicht treffen? Seid ihr dumm? Okay. Okay, das ist gut, das ist gut. Es sind nicht mehr allzu viele da. Du musst jetzt leider umfallen. Okay. So, da ist mal Gold, sag ich doch. Ein Haufen Gold eigentlich immer. Also ist schon schlecht. Auch keine Saude Zauber, die Zauber. Was haben wir hier eigentlich allgemein? Warum? Warum hebt er? Erste Hilfe. Hä? Der hält ja die ganze Zeit. Hä, ich kann mich komplett hochhalten. Hä, seit wann geht denn sowas? Sache. Geil. Dann liebsten Wunden heilen noch.
Aha, der Zauber verschwindet. Was haben wir hier eigentlich alles? Extra Giftnägel. Ja, die haben wir. Cool. So ein Vorratsraum oder so eine Art. Ah, Schrott. Das müssen wir mal kurz alles zum Erkennen gleich. So, rot. Der hat, was hat die gebraucht? Reaktion, ja? Gelbe Flüssigkeit war Geschick. Rot war Stärke. Gelb war Geschick. Leerer Fass war nix. Lila war lila Reaktion. Ja, den geben wir jetzt erstmal ein paar. Weiß war Glück, kann ich auch haben. Grün war Zähigkeit. Nimmst du. Rot war wieder Stärke. Falsch. Du sollst deinen. Alter, jetzt erhol dich nicht. Bist du blöd? Haben die wieder die Dinger hier zurückgesetzt, oder was? Ja! So, das war ja klar. Oh nein. Oh nein. Du hast nicht genügend Gold. Danke, Arschloch. Schade. Axt, das da wird sehr cool sein. Das können wir gleich geben. Überreste eines Tagebuchs. Hm. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber Lord Eustace verschwindet manchmal so schnell aus dem Thronzimmer. Ich weiß noch nicht einmal genau, wohin er geht. Denn es gibt nur einen Ausgang. Vielleicht gibt es einen geheimen Ausgang in diesem Zimmer. Aber das wäre gerade zu albern. Außerdem habe ich keinen Schalter gefunden, als ich danach suchte. Hm, das war halt schlecht geguckt. Sollen wir es riskieren? So eine Runde schlafen? Oh nein. Oh nein! Boah, das wäre jetzt bitter, wenn ich jetzt echt... Hier nicht, nein. Hier nicht, 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 hier nicht. Halleluja. Ist dein magisches Auge? Nee, der ist nicht da, komischerweise. Boah, wie viele sind denn da noch, ey? Zeig dich, genau. Ein Hauptmann ist da. Ah ja, warte mal hier, warte mal, warte, warte, warte. Das Schwert, das kannst du jetzt gleich hier anlegen. Schaut mal. Bats. Exzellent, oder? Das sieht man doch gerne. Das sieht man gerne. Ja, gerne. Jetzt hau ich dir so die Schnauze voll. Na komm, alter Trepp, doch seid ihr total dumm oder so. Komm jetzt, Uak. Schluss mit Uak. Geh, komm wieder zurück. Genau so. Nochmal, ich dachte, warte, alles schon wieder ein Hauptmann. Ach, jetzt, was machst denn du? So. Da hinten haben wir Oger. Die müssen wir wegmachen, weil sonst überraschen die uns irgendwann mal. Das wollen wir auch nicht. Alter, du hast null Schaden gemacht. Was, die anderen haben so billige Quests zum... zu irgendwo hingehen und irgendwie eine Nominierung sich abholen. Was ist das? Babykram. Hier, bitte. Gefällt dir das? Ha? Hm? Hm? Das gefällt, habe ich gefragt. Da freut sich die Kara. Umgeben von nur Männern, Alter. So kennt man Kara. Ja, der Texer. So, komm. Jetzt haut mal Damage raus, Leute. Was ist los mit euch hier? Frisch aufgeruht und ihr gurkt damit so Pflaumenschlägen. Junge, Junge, guck mal, wie viele da einfach noch sind.
So, habe ich alles genommen? Ja. Oh, meine Nose. Gär, gär, gär. Jetzt guck mal, was soll ich gär machen? Hier oh, nicht. Nee, seine Dings ist kaputt. Jetzt gär ich euch zu Tode. Der kann es wahrscheinlich nicht. Ich kann nichts ja. machen. Scheiße. Ich habe keine andere Lederrüstung da. Der wird hier noch sehr auf die Fresse kriegen. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis die umfallen alle. Beziehungsweise bis mein Mana-Bubbler ist. Es macht einfach, wie schon mal erwähnt, glaube ich, einfach einen bestimmten Bereich um einen rum Schaden. Das ist gut, gerade für sowas, wenn die da hinter irgendwelchen Wänden stehen oder weiß ich was. So, der erste ist tot. Manche scheinen zu flüchten. Kriegsoger. Ja, die müssen dann eigentlich sehr geschwächt sein. Ich glaube, einmal eventuell. Nee, da fehlt uns ein Zauberpunkt. Sehr schön. Jetzt haben wir da einige weggebombt. Jetzt dürfen wir halt nicht schlafen. Wir müssen das jetzt in diesem Run. Ach du Scheiße. Fuck. Das wird unangenehm. Ich glaube, es sind keine roten dabei, wie ich gesehen habe. Beziehungsweise, wenn ich richtig gesehen habe. Oh, nee. Warum reiß ich nur das Maul auf? Scheiße. Hab ich keinen Bolzen. Magst du das? Magst du Blitzstrahl? Magst du diesen Schuss? Magst du... Was soll ich denn noch? Magst du den Bolzen immer noch nicht? Boah. Komm, haut bitte Schaden raus, Alter. Und hört auf zu verfehlen. Oh Mann, ey. Das wird eine harte Nummer hier. Komm, den müssen wir weghauen. Treffen, Leute, treffen. Kennt ihr das? Boah, treffen. Hey. Das ist so normal im Kampf, dass man den Gegner dass man den Gegner treffen will und um selber nicht zu sterben, weißt du? Ja, jetzt brauchst du auch nicht abhauen hier. Ey. So. Ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Es war, glaube ich, wenn der Benutzer schon Experte oder hochgestuft in diesem Bereich ist, kann er die Spruchrolle 1000 Mal benutzen. So verschwenden wir kein Mana. Ist eigentlich gut, das könnten wir eigentlich immer behalten, den Zauber. Wenn es dann auch Wunden mit Wunden heilen und so ein Scheiß klappt, dann wäre das exzellent. Dann wäre es sehr super. So. Jetzt gehen wir da weiter rüber. Ui, wie viele rote sind da eigentlich? Geht mal nach Hause. Euer Ogerland oder wo er herkommt. Ich bin Häuptling. 10 Millionen Häuptlinge. Klatscht euch doch gegenseitig, wer der wahre Häuptling ist. Ich muss hier aufeinander hetzen. Vielleicht klappt es. Hey, der eine hat gesagt, der findet dich gar nicht voll häuptlingmäßig. Der andere sei viel cooler. Andere mir im Weg gleich. Guck, jetzt laufen die so voll dazwischen, damit ich ja nicht den Häuptling treffe. Hey. Hahaha. Erledigt. Billig. Kleinen Oger. Oh, guck mal, jetzt gammeln die alle hier. Fast tot. Doch noch geschafft.
Schon tot, doch noch geschafft. Ja. Hauptmann. Ja. Nee, ich bin Hauptmann, ich bin voll cool. Weg mit euch hier. Gesindel. Schon wieder ein Roter, willst du mich verschanzern? Was ist denn los? Oh Mann, jetzt lasst doch mal den schwulen, hässlichen, abgekackten Magier in Ruhe. Was ist denn los mit euch? Den Magier-Fetisch oder was? Den Magier-Hack-Fetisch. Ja, jetzt hau mir ja nicht ab, sonst gibt's klar einen Bagner hier. Gär, gär, gär. Schick dir dein Gär, wo weißt du dich wohin? Treffen, Leute, treffen. Treffen. Ogerhäuptling, Ogerhäuptling, Alter. Ja, heul doch. Ey, die treffen nix, Alter. Der steht da mit seinen schwulen Füßen. Und meine Leute treffen einfach nichts. Wie funktioniert sowas? Jetzt bleib doch stehen, ey. Boah, ich scheiß dich an gleich. So, einer ist noch da drin. Ja, leck mich hier, bitteschön. Fette Waffe. Wow. Schwächer als ich gedacht habe. Cool. Bett, Alter, wer versteckt in seinem Bett so eine fette Waffe? Ist nicht ein bisschen ungemütlich beim Draufliegen, oder? Diese Leute hier, die machen Sachen, die gibt's gar nicht. Oh. So, jetzt haben wir hier, jetzt kommt da gleich wieder so ein fetter Batzen, ekliger Oger. Ich bin Oger. Jetzt habe ich keinen Mana mehr für Fackellicht. Lass doch mal meinen Magier, hallo. Was ist los mit dir? Magier, lassen in Ruhe. Den auch. Schlag doch Kara oder so, die mag eh niemand. Eieiei, ich krieg gleich ein Raster. Genau, Kara aufs Maul hauen. So, jetzt müssen wir uns wieder schwul hochheilen. Ja, ich muss eigentlich den heilen, der ist ja der gleich abkratzt. Weil er kein Dings mehr hat. So, wie viel kostet denn Fackellicht? Eins, perfekt. Zauberpunkt hatte ich ja noch. So, hier haben wir nichts. Einen Schalter, den wir jetzt noch nicht betätigen werden. Hier haben wir so eine schwule Statue, die nichts macht. Übelst geile Stuhl mit. Also ich stelle meinen Tisch auch mal ganz da hinten hin. Die Höhe passt gar nicht. Ja, so war ich das immer. Oger halt, die haben halt keinen Plan. Jetzt müssen wir die andere Seite hier noch erledigen. Ich hoffe, dass da ein bisschen weniger. Ich glaube, da sind dann mehr diese Wachen und Hauptmänner drin anstatt Urga, glaube ich. Bin mir nicht sicher. So war das, so war das. Langsam voran. Okay, nur Aufseher, das ist noch einigermaßen okay. Denn wenn keine Hauptmänner da sind, Unmengen von denen. Das ist noch akzeptabel. Lederrüstung. Das ist gut. Die Lederrüstung. Ich weiß nicht. Können wir dir. Oh, guck mal. Gibt sogar Rüstungsklasse nochmal dazu. Ah, wie viele sind denn da? Hier sind trotzdem keine Hauptmänner dabei. Das sind halt schon viele. Alter, jetzt lass den doch, Junge. Was ist denn los mit dir? Boah, ey. Ich glaube echt. Die sind so penetrant. Ist auch so eine Taktik, die, wo alles dann schneller geht, wenn man hier so. Ja, so wie es halt gerade macht. Normalerweise haben die eine Erholungszeit, aber da gibt es halt ein paar Tricks, wie man die umgehen kann. Können die unendlich viel Sachen spammen. Ich benutze aber sowas nur, um
sowas anzuwenden, zum Beispiel, wenn das schneller gehen soll, weil wir wollen ja nicht eine halbe Stunde fürs Heilen brauchen. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Falschen geheilt, weil der, wo gleich stirbt, ist ja immer der Magier. Aber nun ja. So ist das halt. Komm. Der Grinch. Yeah. Umfallen bitte, danke. So. Wir untersuchen diesen Raum dann und dann ist es auch wieder vorbei mit diesem Part. So. Hier haben wir wieder Gold in der Menge. Oh, geil. Das ist nochmal ein Schwert, der noch heftiger ist als dem, was ich gerade schon trage. Damage steigt und steigt. Er kann leider noch nicht zwei Schwerter tragen. So, was haben wir hier? Wir haben wieder so einen Vorratsraum. Ah. Schutzengel können wir mitnehmen. So, hier haben wir grün. Ein paar Konditionen. Blau war. Das kriegst du. Nein, Charisma, scheiße. Rot kriegst wieder du. Orange, das war eigentlich für dich, Orange. Und nochmal Rot. Ja, komm, kriegst du auch einmal. Und bam. Fuck. Oh, dass die nicht tot sind. Vor allem die, Junge. Das war knapp. Alter, die ist ja richtig todestot. Ich glaube, da hätte ein Trefferpunkt mehr sein können und die hätte tot sein können, ohne Scheiß. Manchmal machen die Dinger Schaden, das ist unglaublich. Aber die hat jetzt zumindest mal eine Keule, eine bessere, dass sie jetzt mal gleich tragen kann. Ah. Oh, das gefällt dir, gell, du kleine Drecksau. So, ein Schild, das super gut für dich ist. Da kann ich nichts machen. Und eine Waffe, die auch ein kleines bisschen besser ist. Jetzt nicht großartig viel stärker, aber ja. Immerhin. So, ach komm. Aber das müsstest du reparieren können, ja. Sehr schön. So. Dann speichern wir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play Might the Magic 6. Bis dann, ciao!